statement hierbei. Don't let the label label you. Co-Event zusammen mit du und deine Lines. Digga! Genau so. Und das Spannende an Co-Events ist, dass man gar nicht genau vorher weiß, welches Match denn jetzt hinten raus auf Diltili landet ist. Hallo Diltili, Leute. Oder auf D&DL. Servus D&DL, Leute. Wird jetzt hier die Leistung zeigen. Bestenfalls haben wir hier das erste Match von 7 richtig geilen, die vielleicht dann alle auf Diltili landen. Nee, obwohl 3 ist doch scheiße. Ja, wir gucken jetzt hier im Battle. Berlin, habt ihr Bock? Dann macht mal Lärm hier, bitte. Yes, ja, und ich mache hier natürlich wie immer eine Einzelvorstellung auf dieser Seite aus Berlin. Macht bitte Lärm für Private Max! Und aus Trebin, so ein bisschen in der Richtung, wo ich herkomme, kommt der junge Mann her, und zwar MC Rabiat! Berlin, das Match geht hier los. Fresse halten jetzt hier alle. Abgehen, wenn es sich abzugehen lohnt. Erste Runde Private Max. Okay, yo. Phase 1. Man macht sich erstmal bei den Fans beliebt. Hi, ich bin Private Max and I don't let the label label me. Ich bin eine Prise crazy plus eine Prise selbstverliebt und hab eine Prise Skills, die dafür sorgen, dass der Wack MC hier auf die Fresse fliegt. Und Phase 2 bedeutet, dass ich dir heute lyrische Finesse zeig. Diesen kleinen süßen Typ hier jetzt zerfetzt der Mike. Und dabei gebe ich mir nicht mal Mühe bei dem Text hier, weil es mich noch nicht mal kümmert, wie der Penner heißt. MC Rabiat ist meines Wissens nur ein Synonym für eine Geschlechtskrankheit. Ja, yeah, ohne Scheiß, ich hatte letztens ungeschützten Sex mit deiner Ma und sie fragte mich, Max, wie war's? Und ich sagte schon, okay, du Riss tut weh, als hätte ich Sex mit einer Brennnessel gehabt. Und ich rannte in die Charité und hab den Chefarzt da gefragt, ob er checkt, was ich da hab. Und er meinte, sie müssen jetzt stark sein, sie haben MC Rabiat. Okay, und ja, ich gehöre auf die Bühne wie die Butter aufs Pausenbrot. Was du hier gerade machst? Ich wundere mich pausenlos. Ey, überleg dir ein paar Konter, doch du bist nach dieser Runde schon mausetot. Aber ey, wenigstens haben sie die thailändische Fußballmannschaft aus dem Arsch deiner Mutter schon rausgeholt. Yo, aber heute erklärt uns Rabiat, warum er diesen Namen hat. Und während er das tut, treiben wir ein bisschen Schabernack mit Rabiat. Oder wartet mal, wir verüben jetzt ein Attentat auf Rabiat. Wir penetrieren ihn mit Gemüse, bis er Marschloch ein Kohlrabiat. Oder war das dir zu rabiat? Wartet, es kommt hammerhart. Denn ich komme mit einer Schere und schneide den Penis von dem Sascha ab. Warum? Na, ist doch klar, Mann, ich mache es auf die Rabiat. Und ja, ich schade dein Bekanntheitsgrad. Er droht mir, man hat mich mal in jeder Stadt gekannt. Was vermutlich aber daran lag, weil er damals vor einer Kamera auf Abifahrt seinen Arsch hergab. Time. Macht Lärm für die erste Runde! Yo, Panke, erste Runde auch für MC Rabiat. Yo, peace, Leute. Mein Name ist MC Rabiat und der Vogel da heißt Private Max, a.k.a. Captain Redbeard. Mann, der denkt in seinem Dreckshirn echt, der wäre ein fetter Rap-G aus der Backspin. Also zuerst, als ich sah, ich soll gegen den Typen battlen, ging es mir sehr komisch und ich dachte so, seit wann battelt denn jetzt dieser Pierre Vogel? Also ganz ehrlich, bei der Hackfresse kriegt jede Frau sofort einen Menostab, aber ich dachte mir, gut, nehme ich das Battle an, dann komme ich so vielleicht ein Autogramm für ihr Rambo von Desodoc. Mann, ich schwöre, dieser haarige Homo-Affe sieht mit seiner paarigen Popelfratze aus wie Darth Vader ohne Maske. Und ja, du kriegst von meinen Bars gleich einen Ohnmachtsanfall, aber ist gar nicht so schlimm, weil mein Battle vor dem Park schon der Notarzt wartet. Aber zurück zum Thema. Private Max heißt er. Aber ich frag mich nur, was soll mir das sagen? Denn solche bescheuerten Kacknamen haben nicht mal die räudigsten Klappspaten in den unbedeutendsten Stadtstaaten, du Bastardkind. Yeah. So, mit bürgerlichen Namen heißt der Spastia Maxim Albert. Ob ich den Namen scheiße finde? Ja klar, Bert. Du willst wissen, wie scheiße? Ja, maximal, Bert. Mann, Junge, ich bin schlechter und hart wie so ein Fleischer und du bist schlechter als am Mars Ghostwriter. Fuck mal nicht, schreib Baba Parts und dir schreibt dein Baba Parts. Ja, da brauchst du gar nicht so lachen, Mann. Das ist so ein scheiß peinlicher Kunde, der gibt einen Pfeife mal unten. Ganz ehrlich, du wirst hiernach nur noch im Gedächtnis bleiben wie die Affäre aus dem Besenschrank. Du willst Batman? Ja, dann komm mal auf den Meter ran. Ich punch dich bis zum Senegal und bleibe dabei elegant. Dein Rap, der ist nicht relevant. Meiner Legende wie Peter Pan, meiner Flot wie Wasser und deiner Flot wie ein kalter Käserand. Und greif nachweislich den Sehnerv an. Mann, ich zerquetsch dich wie ein Elefant, danach bist du ein Pflegefall. Und wenn du Private Max bist, fuck, dann stell dich gerade und salutier vom General. Oh. Yeah. Time. Mach Lärm, ihr Bärchen!
Runde, Private Max! Ey, du bringst Lines über meinen Bart. Ey, du hast den Private gut studiert. Aber mit meinem Bart verhält es sich wie mit deinem Rap, weil du einfach nicht rasierst. Ey, pass auf. Was willst du tun, wenn ich meine Waffe jetzt im Porsche streck? Ich lad die Punchline-Kanone und baller dir deinen Kopf weg. Denn dieses Battle ist wie wenn ein Lepra-Kranker gegen Thor kämpft. Ach drauf geschissen, Real Talk. Dieses Battle ist Berliner Original gegen Brandenburger Dorfdepp. Denn kennt man ihn privat, kann es schnell passieren, dass MC Rabiat plötzlich Sascha Riedel heißt. Irgendwo draußen in der Pampa lebt in Abgeschiedenheit. In einer Gegend, in der die Highlights sind, wenn sich mal ein Hase oder Igel zeigt. Und man sich den ganzen lieben Tag masturbieren, fragt Gott, was mache ich mit der Zeit? Aber ey, der Sascha ist gescheit, weil er sich in seiner Stadt politisch zeigt und in seiner Freizeit Plakate aufhängen geht für die Partei, Achtung, die Partei. Und es ist irgendwie schon nice. Es ist irgendwie schon nice. Und ich hoffe, du hast Spaß dabei. Aber ich muss dich jetzt aufklären, die Partei ist eine Spaßpartei. Ja. Ja. Nein. Und vielleicht geht es jetzt zu weit und vielleicht trifft es dich, aber die Erde ist rund und den Weihnachtsmann gibt es nicht. Ey, die Partei, bei denen kommt der Sascha in der untersten Rangordnung vor. Denn er ist der Typ, der bei den politischen Witzen lacht, sie aber nicht versteht und in der Nase rumbohrt. Den Rest der Anwesenden mit Kaffee versorgt, Flyer und Plakate besorgt. Nackt mit einem Fragebogen durchgepeitscht wird durch das Brandenburger Tor. Aber ey, wenn du demnächst beim Blasen bist, ich hätte gern ein Autogramm von Martin Sonneborn. Denn es ist ja nicht so, dass ich politisches Engagement überhaupt nicht verstehe. Aber wenn du hier eine Spaßpartei supportest, dann brauche ich dich auch nicht ernst nehmen. Und es ist auch nicht so, dass ich provokante Witze und Satire nicht feiern kann. Aber ich finde, die Partei ist mit diesem Witz ein bisschen zu weit gegangen. Teil. Macht Lärm über den zweiten! Danke, zweite Runde auch für MC Rabiat! Jo, du nimmst mich nicht ernst. Das finde ich echt Mist. Du nimmst mich nicht ernst, das mache ich ja selbst nicht. Ja, das war's auch schon. Okay. Junge. So, Private Max, du kleiner Keck, widmen wir uns doch mal deinen Tracks. Der reinste Dreck. Mann, ich hab mir die Videos von dem Vogel so oft reingezeckt, dass ich gleich erbreche, du Spast. Ich kann die echt nicht mehr sehen wie Michael Jackson und Puck. Private Max. Mann, das Video Waffenästhetik ist so schreiend schlecht, dass sogar Primetime sagt, der Scheiß ist wack. Also das Video Waffenästhetik, das müsst ihr euch echt mal geben, ist fett daneben. In einer Rap dann mit verstellter Stimme und so einer aufblasbaren Gummiknarre wie so ein Hans Wurst, dann droppt er das Video, aber der Freund Taumel bleibt nur ganz kurz, denn die Klickzahlen fallen aus wie die Stimme vom Chief in Hamburg. Aber das Geilste war, als er so sick am Posen war vor zwei fetten Autos wie so ein Hip-Hop-Modezar und ich mir dachte, überzeugt jetzt wenigstens mit dopen Bars, aber no, das war's. Und ich hab mich schon gefragt, ob er wirklich lange suchen musste, bis er für das Video in einem Parkhaus zwei halbwegs korrekte Polos fand. Mann, alles Fake, Hologramm. Ja, und am Ende vom sinnlosesten Musikvideo, / Track aller Zeiten, fingiert er dann noch so vor Publikum mit Band, fetten Live-Auftritt und dann auf sich erst Skybro Sick, der rhymt im Shit, bis ich gemerkt habe, dass im Publikum gar keiner ist. So, wie war das nochmal? Meine Kunst ist in Sprache oder Jugend und deine Kunst ist gesammelter Stumpfsinn? Ah, dann nickt er der Spaß, weil es seine Reihen ist. Ich meine, was hat der Ficker gedacht? Heute wird's nicht peinlich. Ich meine, das ist nur ein Beispiel von Tausenden, das uns beweist, deine Mucke ist sinnloser Kack. Und dass du in deinen scheiß Tracks auch noch sagst, die ist sinnlos, das hat sie erst sinnlos gemacht. Ich meine, eins ist mal Fakt. Und daran gibt's keinen Zweifel, du Schwanzgesicht. Wenn so ein Video bei dir ein Jahr alt ist, 3400 Klicks hat, dann hast du das locker 9,31 Mal am Tag angeklickt. Oh. Sag ich Feiertage erstmal mitgerechnet, du Kackwitz. Yes. Mach Lärm für den zweiten Runde! Hey, yo, wer den beide MCs haben jeweils noch eine Runde, beginnt bei Private Max. Ja. Yeah. Ich bin Rapper von der alten Schule. Rest in Peace, Biggie und Puck. MC Rabiat ist auch von der alten Schule, ja? Hinterste Bank. Hey, der Typ sagt mir gestern, er vernichtet mich mit einer Pumpgun und kommt mir heute mit einer Mistgabel an. Und ich denke mir, hey, hier haben wir ein gutes Beispiel dafür, welche schlimmen Folgen Inzest haben kann. Ja. So, und jetzt Hand aufs Herz. Musstest du dem Chief einen blasen? Ey, Diltily, mit diesem Gegner wolltet ihr mich doch übertrieben verarschen. Genau vor einer Woche sitze ich vorm PC und recherchiere den Spaten. Ich hacke mich in seinen Computer und entschlüssel schwierige Daten, doch ich finde nichts.
außer Videos von Battles, die du verloren hast, oder vielerlei Arten schlechter Videoaufnahmen, wo irgendwelche miserablen Punkbands mit ihm auf einem Viehmarkt auftraten vor Ziegen und Schafen. Ja, und seine Groupie-Geschichten will ich euch an dieser Stelle lieber ersparen. Du Ziegenpeter, du... Ey, aber ich schwöre, keiner dieser Rapper ist so Gangster wie du. Denn ich schwöre, dieser krasse Motherfucker macht alle seine Sneaker mit einem Klettverschluss zu. Und ich schwöre, seine allerhärteste Hip-Hop-Platte ist von Erykah Badu. Und ich schwöre, er lässt sich bald eine Knastträne tätowieren. Henna-Tattoo. Und ich schwöre, er sagt, er fickt zuerst mal mich und zuletzt meine Crew. Und ich schwöre, ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Hashtag MeToo, Motherfucker. Aber ey... Zum Schluss will ich noch ein bisschen tröstend reden. Denn alles in allem ist das Battle mit dir echt schön gewesen. Und ich mache den Vorschlag. Nach dem Battle chillen wir beide noch schön am Tresen. Und wir hätten gern, wie alt bist du nochmal? Wir würden gerne einen Gösser heben. Hey, von diesem Battle in Berlin hört man in Jahren noch die Götter reden. Und ich habe gehört, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. In Brandenburg. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin. Und du wolltest das auch. Das kann ich verstehen. Time. Macht Lärm, ihr würdet eure Worte von Primer. Dritte und letzte Runde. MC Rabiot. Ja, du willst also einfach mal meine Freestyle-Battles herziehen. Das finde ich sehr weak, denn wenigstens hatte ich im Vergleich zu dir die Eier, mir in so einem Wettkampf meinen Respekt zu verdienen. Und das war nicht mal Luschen, also Props gehen raus an Ausbella, Tommy, Too Late und Merlin. Jo. Mann, Digga, ich hab schon mit den Spray-Patienten gefreestylt, da ging mir der Penis noch nicht bis zum Schienbein. Der Fotzenbelag deiner schmierigen Drecksmutter sah noch nicht aus wie Grießbrei. Ich glaube sogar Merlin war damals noch auf Speedlines und in Deutschland begrüßte man sich noch mit einem freundlichen Sieg halt. Ich weiß, es klang jetzt ein bisschen übertrieben, ich will auch nur sagen, ich bin mies alt. So wie der aussieht, er vermutlich auch, aber im Vergleich zu mir maximal noch sweet like Quiche-Teig. Also gar nicht. Also wenn du mir heute erzählen willst, dass ich mit meiner Mucke nichts reiße, muss ich dir sagen, Nutte, sei leise, denn ich sorg nicht erst seit gestern für Druck hinterm Mic, Bitch. Mm. Nee, ich bin so voll dope, jedes Mal, wenn ich vom Block rotze, dann wächst da eine neue Ott-Sorte. Yes. Blueberry-Papa-Kusch oder so. Ja. Aber wenn ich dich so sehe, dann habe ich nicht Angst, dass ich dich im Battle Live mit Rappen zerbombe, sondern dass ich morgen früh 13 Kassetten bekomme. Du hässlicher Mongo. Netflix-Line, du Ficker. Ich meine, jetzt, ob mich irgendwas trifft von dem, was der Bastard da sagt, denn schließlich ist die gefährlichste Line, die man von dem da kennen könnte, na, 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 na. Na gut, vielleicht noch na, 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 aber mehr war doch nicht da. Also, ich mache hier eigentlich nur noch mal mit, weil ich mir noch mal beweisen will, dass ich es drauf habe. Und schon als ich so am Schreiben war mit der 20 Kilo Hantel vor dem Spiegel, wurde mir gleich mal klar, ja, ich bin saukrass. Also sag du ruhig, unsere Mucke wäre kacke und nichts sagend, aber wenn das so ist, dann muss ich dich fragen, wieso wir mit einem Set auf Soundcloud mehr Klicks haben, als alle von dir im Internet zu finden Tracks, du Fick-Sklave. Oh. Mann, wir treten vor tausenden Leuten live auf und du bist maximal verjagt mit Mistgabel. Und wenn wir so scheiße sind, warum kommen die Ladies dann an und wollen Autogramme auf ihre Tits haben? Nice. So, zum Abschluss wollte ich mich eigentlich nur nochmal bedanken bei den Veranstaltern. Ich wollte sagen, ihr seid echt krass. Ein Krieg von mir Respekt, dass es immer wieder schafft, dass es so ein weichgespieltes Opfer zum Zerpflücken aufs Podest schafft. Check das, Dreck Spaß, Time. Mach Lärm! Heyo Berlin, das ist doch mal hier ein schönes Auftaktmatch gegeben. Genau, Handshake, super, ist noch wichtig. Schönes Auftaktmatch hier, Kenes Dammler, alles richtig geil. Macht nochmal Lärm hier bitte für beide MCs! Yeah! Und wir haben heute hier mal beim dritten Co-Event tatsächlich eine Live-Jury am Start, aber wir wollen es nicht super in die Länge ziehen. Wir positionieren jetzt mal die fünf Leute hier hin. Ihr wisst, wer ihr seid. 3, 2, 1. Hä? Ja, 3. Alle in die. Ja, hier. Ey, yo, Panke, ihr habt's mitbekommen. Eindeutige Entscheidung, aber ich gehe davon aus, wenn man die Judges jetzt fragen würde, dürfte es relativ verworren gewesen sein. Ich zumindest erlaube mir dazu sagen, dass es geil, schön, nicht super Bodybag war, aber trotzdem hammergeil. Macht mal bitte Lärm für die Leistung von Private Max! Aber eindeutiger Gewinner dieses Battles hier in seinem Debüt, Ärmchen her, ist MC Rabiot!
Mantelarme. Oder ist nur auf der rechten Seite? Ja. Nein, Quatsch. Hey, Internet! Wir sitzen hier mit den zwei Contendern des ersten Matches unseres wunderschönen Co-Events. Diltily, bloß du und deine Lights, hat sich ja wieder in der Panke eingefunden. Und ja, Gewinner des ersten Matches, weil wir hatten sogar eine Jury und haben das Ganze judgen lassen, ist der junge Mann hier auf meiner rechten Seite. MC Rabiat hat das Ding jetzt hier 5-0 gewonnen. Man weiß jetzt nicht, wenn man mit jedem Judge einzeln gequatscht hätte, ob es nicht doch vielleicht sogar ganz knapp war. Aber erzähl erstmal, wie fühlt es sich für dich an? Hier, wie war das Match aus deiner Sicht und jetzt, wenn die Anspannung abfällt, wie sieht es aus bei dir, wie lief es technisch? Ja, wie gesagt, bei mir, also ich bin natürlich zufrieden gewonnen, was soll ich sagen, also alle Dude, ich freue mich, dass ich gewonnen habe, bin mit Fragezeichen hergekommen, wie gesagt, und alle Dude dafür, dass ich gewonnen habe, ja, was soll ich sagen. Ja, ich freue mich. Winnen ist eigentlich alle. Können ja auch B2 Leute scheiße sein und dann ist der Win nicht so viel wert. Ich bin auch zufrieden mit meiner Leistung, so also alle Dude. Ja, das kann ich dir nämlich auch attestieren. Ich habe auch gerade mit Hanno geschnackt und schon gegrübelt, weil deine Leistung war auch richtig super und somit hast du insgesamt definitiv zu dem Gelingen dieses Matches hier krass beigetragen. Das war ein richtig stabiles Debüt. Was man ihm hier attestieren kann, nämlich krasse Lautstärke, kann man genauso wie dir gut schreiben. Der hatte beide eine Killer-Präsenz. Und ja, von daher an dich auch eine ähnliche Frage war, jetzt hast du zwar knapp verloren, oder weiß ich nicht wie knapp, aber verloren erstmal. Trotzdem, wie fühlt es sich für dich an? Wie war das Match aus deiner Sicht? Und ja, wie ist Feeling und so? Starke Leistung, also von beiden MCs, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat auf jeden Fall ein krasses Ding abgeliefert, hat auch verdient gewonnen. Dass es jetzt so ein einseitiges Ding war, also dass alle quasi ihn gewählt haben, weiß ich jetzt nicht, ob das bei allen so, wie gesagt, ob die wirklich so eindeutig waren oder irgendwie vorher am Schwanken waren. Das weiß man nicht, ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, so. Gerne nochmal. Cool, ja, kann ich auch sagen. Gerne nochmal, gilt an beide, gerne jederzeit wieder. Hier, Herrn MC Rabiat, dein Jünger hat rausgehauen, dass du voll vom Dorf kommst. Erzähl mal, wo kommst du genau her? Woher könnte man dich kennen? Wie bist du so zur Rapperei gekommen? Erzähl mal, MC Rabiat, was war so los bisher und wo hat man dich bisher gesehen und so? Ja, wie gesagt, Turbin halt, ja. Telto Fleming, deine Hood. Ja, Mann! Ja, gut, Turbin ist jetzt zwar eine kleine Kugel, aber auch ein Antikulabor, kommt aus Turbin, Spielpatienten, wäre das vielleicht gewesen. Shoutout an Doha und so, Killer, legendäre Zeiten auf jeden Fall. So sieht's aus. Naja, und da, das ist halt, ja, mein Ursprungszeit. Also Hip-Hop schon immer, seit der Grundschule eigentlich, nicht anderes. Und, naja. Und jetzt das erste Mal im Battle. Nee, das ist nicht das erste Mal im Battle. A Cappella auf jeden Fall, das erste Mal. Wie gesagt, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Aber sonst nur Freestyle, ja. Freestyle, ja, Tracks halt, mach viel mit Kumpels, naja, und Live-Auftritte halt auch viel, aber das ist ein anderes Projekt, wo ich halt auch als MC unterwegs bin. Ja. Stark, könntest du dir vorstellen, noch ein Ding jetzt hier zu kommen? Ja, sicher, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wollte mal sehen, der Freestyle Battle 2, aber es ist immer nicht so erfolgreich in letzter Zeit. Also, ja, das hast du ja auch schön ausgeperrt, wa? Ist locker 10 Jahre her, da habe ich mal ein Battle gewonnen, aber da war hier in Potsdam bei Stadt in irgendeinem Jugendclub so. Ja, das Level war auch nicht scheiße früher, da gab es auch schon gute Leute. Aber ja. Gut. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich dich mal in so einem Battle auf jeden Fall ausprobieren. Ja, geil, dass du das gemacht hast. Okay, wir versuchen das Interview einigermaßen kurz zu halten, aber gleiche Frage auch an dich. Was könnte man bisher von dir so mitgekriegt haben? Was hast du bisher so für Sachen gerockt, gerissen oder auch nicht gerissen? Erzähl mal. Also, das war ja jetzt meine erste Live-Battle-Erfahrung. Deshalb wirklich Premiere heute für mich. Ja, man könnte mich im Grunde von Tracks kennen, die ich recorded habe. Ich habe auch ein Album rausgebracht. Also alles, was davor war, war halt wirklich so, also ich habe mich auch sehr auf Musik konzentriert sozusagen, nicht so viel auf Battles. VBT habe ich mal ein bisschen mitgemacht, aber davor halt wirklich so Lücke, Texte schreiben. Yes, und ja, deshalb, für mich war es eine coole Erfahrung und ich hätte schon Bock, das nochmal anzugehen. Ja, hätten wir auch Bock, das kann ich auch schon sagen. Community, ihr könnt auch euren Senf dazugeben, wollt ihr die Jungs nochmal wiedersehen? Schreibt bitte sämtliche Kommentare rein. Wir haben jetzt zwar eine Jury hier live, aber uns ist jede Stimme von euch auch wichtig. Deshalb gebt den Jungs nochmal Feedback. Ja, und ich kann nur Danke sagen. Danke an euch beide und wir sind draußen. Peace!